Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 Ashes of Ariandel. Wir sind immer noch in diesem Krähendorf. Also mittlerweile schon wieder. Und wir haben noch einen Weg vor uns, bevor wir den Hauptweg gehen. Und den zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar müsste es dieser hier sein. Aber warte mal, hier ist ja noch so ein Vieh. Aber da waren wir ja schon drinnen, genau. Hier geht es auch noch weiter. Und da kommen wir dann zu diesem einen Gegenstand, den wir im letzten Part schon mal gesehen haben, der auf diesem komischen Felsbrocken ist. What the hell? Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Ah, das ist asozial. Und zwar müssen wir dahin. Oh, wir müssen springen. Neue Probleme für uns. Holen wir uns erstmal den Gegenstand. Und dann ist man hier. Ich glaube, ohne so ein bisschen Gift zu bekommen, kommt man da gar nicht durch. Hat man ja gerade gesehen. Und da unten ist der Gegenstand unserer Begierde. Wahrscheinlich ist es ein neuer Zauber. Jump! Oh, knapp. Krähenfedern. Eine neue Waffe. Das ist doch mal schick. Krähenfedern. Da was? Da ist er. Dieses von den Krähendämonenrittern verwendete Stoßschwert bietet eine spezielle Waffenpaarung. Bei beidhändigem Einsatz können in der linken Hand 4 dünne Klingen geführt werden. In der Hingabe zu Schwester Friede schworen die Krähendämonenritter das Gemälde von, das kennen wir ja, Federstachel. Beschwört vorübergehend gleichzeitige Abbilder 4 dünner in der linken Hand geführter Klingen herauf. Ein Stoßangriff kann folgen, indem ein schwerer Angriff eingesetzt wird, wenn ein Treffer gelandet wird. Achso, wir können sie ja mal benutzen. Können wir? Ja, können wir. Oh, das ist so eine Art Rapier. Au! Okay, das ist interessant. Mit 3 kann man dann diese komischen Klingen. Die Waffen gefallen mir. Zack. Zack, zack, zack. Finde ich gut. Gefällt mir echt, aber ich bleib doch bei meiner starken Klinge. Ich werde die beiden Waffen mal leveln. Diese Klinge, die der hier hat. Ja gut, diesmal hat er nicht so viel Schaden gemacht oder wollte nicht mehr so viel angreifen. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr gehabt. Aber umso besser für uns. Ich weiß, der hat gerade was fallen gelassen. Wahrscheinlich eh nur wieder Scheiße. Was auch sonst. Ich frage mich, wer solche Sachen ernsthaft benutzt. Wer? Wer von euch da draußen benutzt diese Sachen wirklich? Das würde mich echt interessieren. Aber nun gut. Ha, ich kenne die Tricks. Ich habe diese Waffe selber. Ey, darf ich dir auch mal Schaden machen? Dankeschön.
Mann, geht der einen auf den Sack. Ist ja nicht mehr zu glauben. Na, Moment mal. Wir können ja auch eigentlich den Shortcut nehmen. Wir haben ja die ganzen Häuser hier aufgemacht. Da müsste eigentlich eine Abkürzung drin sein. Hoffe ich mal. Autsch, das hat wehgetan. Aber nichtsdestotrotz klettern wir wie ein Held die Leiter hoch. Auch wenn wir schwer getroffen werden und dabei nur wenig Leben verlieren. Ich renne. Ich lasse sie einfach mal links liegen. Warte mal, da unten kann man doch bestimmt auch noch irgendwie hin, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich denke nicht. Du hässiges Vieh da oben. Dich mache ich jetzt nicht nochmal. Keine Lust drauf. Oh, da ist wieder so ein Vieh. Hier nicht, aber da ist auch noch so einer. Und da unten wartet auch noch irgendwas auf uns wahrscheinlich. Naja, das machen wir mal zum Schluss. Wir gehen jetzt erstmal dann hier rein, würde ich sagen. Nur von wo ist die Frage? Muss mal ganz kurz niesen, oder? Nee, doch nicht. Okay, gut. Gegen beide zu kämpfen ist nicht so cool. Lol, ich habe den einen Schaden gemacht. Wie habe ich das denn gemacht? Nein! Nein, ach Mann, ey, was für eine Scheiße. Oh Mann. Jetzt kann ich die ganze Kacke normal machen. Ja, theoretischerweise muss ich eigentlich nur durchrennen. So schwer ist es jetzt auch nicht. Das eine Haus da hoch, dann da hoch. Das war's ja eigentlich schon. Ich muss den einen nur extrem viel Schaden zufügen. Das ist alles. Am besten der mit den zwei Krallen. Der ist echt ätzend, weil er so schnell ist. Der geht mir auf den Sack. Schnell, schnell, schnell. Ja, okay, war klar. Boah. Ganz schön knapp, ey. Da hat es ganz schön krass geruckelt gerade. Habt ihr das gemerkt? Ich denke ja. Ja, ich glaube, das Vieh schlachtet jetzt alle ab. Oder? Nö, tut es nicht. Ich dachte am Anfang immer, es will alle abschlachten. Dieser hässliche Freddy Krüger-Verschnitt, ey, wirklich.
Meine Seen! Meine Seen! Meine Seen! Meine Seen! Meine Seen! Meine Seen! Danke. Meine Seen! Oh, ich hab sie. Oh Mann, ist das behindert, ey. Ganz im Ernst. Warum ist denn der auch runtergesprungen, der Arsch? Warum ist der runtergesprungen? Ich war noch nicht mal drauf. Wahrscheinlich hat er mich gehört oder so, aber... Was? Warum? Ah, die zwei Viecher sind echt ätzend. In Kombination natürlich nur. Meine Güte, ey. Wer hat sich dieses Gemälde ausgedacht? Wer? Ich komme persönlich vorbei. Und wenn das, keine Ahnung, Picasso oder Da Vinci war, ist mir so shit egal. Ich frage mich echt, wer der Maler war. Vielleicht war das selber Sullivan. Und hat diese Welt hier gebannt in ein Gemälde. Weil die Welt scheiße war. Ich weiß es nicht. Würde mich interessieren. Also diese Geschichte mit den Gemälden ist echt nicht ohne. Kann man sich echt was ausmalen. Steht hier? Ja. Ihr versteht schon. Ich werde jetzt hier wieder außen rum gehen, damit er nicht runterspringt, der Arsch. Holy! Ich sehe nichts. Was ist das bitte? Diese scheiß Kameraführung. Ich krieg einen Kotzreiz. Der bräuchte noch einen Schlag. Einen verfickten Schlag. Das ist scheiße. Das ist wirklich kacke. Im letzten Part sind wir so weit gekommen. Im letzten vier Parts sind wir weit gekommen. Verdammt weit. Wirklich sehr weit sogar. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Und jetzt... Bleiben wir bei solchen Gegnern hier hängen? Das ist ja nicht mehr normal. Ich hoffe wenigstens, dass wir danach mit dem Boss belohnt werden. Obwohl, dann wäre das DLC hier auch schon wieder vorbei. Hm. Ist ja auch nicht so das Wahre. Ich weiß, er hat was fallen gelassen, aber das ist mir so Latte. Das ist mir so egal. Immer ruckelt das da an derselben Stelle die ganze Zeit. Warum? Verstehe ich nicht. Sind zwei Zaubersprüche für die PS4 schon zu viel? Naja, ich habe ja bald meine neue PS4. Die zwar nicht wirklich viel Leistungsstärke bringt. Ist ja nicht die PS4 Pro. Aber halt die Slim. Aber die ist wenigstens ruhig. Und dann macht das auch noch ein bisschen mehr Spaß zu zocken, weil wenn man Dark Souls ohne Headset spielt, dann ist die PS4 einfach viel zu laut. Dieser Hurensohn hier, ne? Dieser kleine Huso. Jetzt hänge ich hier fest an der Lampe. Der lebt noch. Ich glaube, ich krieg nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ey.
Der lebt noch! Ich sag dazu einfach nichts mehr. Ich sag dazu nichts mehr. Ich weiß, jetzt kommt wieder, da ist mal eine schwierige Stelle im DLC und du heulst rum. Nein, ich heul nicht rum. Ich find's gut, dass da mal was Schweres kommt, aber es ist einfach nur scheiße unfair, weil die so schnell schlagen, das ist unnormal. Denk mal an Dark Souls 2, wie schnell die da geschlagen haben und wie schnell man selbst geschlagen hat. Das war lahmarschig. Klar gab es auch mal Bosse, die waren ein bisschen schneller unterwegs. Aber nicht so schnell wie hier die normalen Gegner. Bei weitem nicht. Das ist einfach kein richtiges Hardcore-RPG mehr, teilweise hier, die Gegner. Sondern einfach nur noch Hack and Slay. Manchmal, das ist bei diesem Spiel echt immer der Fall. Gucke ich gar nicht mehr darauf, wie viel Ausdauer ich habe, sondern ich smash noch einen Button in der Hoffnung, dass der gekillt wird. Weil die Kameraführung noch obendrein so richtig behindert ist. Das war bei Dark Souls 2 nie der Fall. Wirklich nie. Ich habe da nie einen Button gesmashed, um in der Hoffnung, dass der stirbt. Das haben die in Dark Souls 3 halt genau nach Bloodborne gerichtet. Das ist halt der Fehler. Meiner Meinung nach. So, jetzt darf ich auch mal. Und ich hole mir jetzt meine Seelen. Da, wie easy der alleine ist. Da kann man es mal wieder sehen. Wer braucht denn schon noch große Titanitscherben? Oh, Corona des weißen Pfads. So, dann lese ich das mal hier. Ah, jetzt ist ja ein Zauber, stimmt ja. Corona des weißen Pfads. Ein verlorenes Wunder des weißen Pfads. Erzeugt eine weiße Scheibe, die Feinde attackiert und zum Wirker zurückkehrt. Ach, das ist cool. Vor langer Zeit, als die Fußstapfen der Götter noch tief waren, koexistierten diese Wunder mit den Koronen. Es gibt einige, die auf eine Rückkehr der lang verschollenen Koronen hoffen. Ich weiß nicht, die Koronen hören sich an wie die von Zelda, die Koronen. Diese Steinviecher. Erinnern mich total daran gerade. Ich wollte irgendwas nehmen. Stimmt, eine Glut. Macht schon ein bisschen mehr aus. So, hello. Oh, die Bäume leben, ja. Ist ja wunderschön. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach, ja, noch genug. Gerade sagen jetzt, was? Ich bin vergiftet? Och nö. Mann, ich will das fressen. Sofort. Okay, das war das Falsche. Dann halt das hier. Naja, immerhin haben wir diese Viecher in diesem Part noch erledigt. Als ob ich euch Bäume vergessen würde, ey. Nee, nee. Ihr könnt mich nicht reinlegen.
Geil, der nächste. Super. So. Ende. Kein Bock mehr auf euch Viecher, ey, wirklich. Keine Lust. Sag mir, dass da drin irgendwie ein Leuchtfeuer ist oder so. Irgendwas in diese Richtung. Da sind doch mehr Bäume. Hm. Sollte ich hier reingehen? Da hinten wartet irgendwer. Hm, könnte wieder ein Boss sein. Wie dieser komische Grabmalfuzzi, dass dann nur wieder ein zweiter dazukommt. Das kann natürlich sein. Muss aber nicht. Oh, ein Gegenstand. Ich achte natürlich nicht auf den Baum. Na, wer bin ich denn? Ich achte nicht auf den. Wozu brauche ich diese jungen weißen Zweige denn jetzt bitte noch? Ich verstehe diesen, deren Zweck immer noch nicht so wirklich, muss ich sagen. Ist nicht so meins. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you bring upon yourself. Ach, das Moveset kennen wir ja von den Online-Spielern. Ich hasse dieses Rumrollen. Ich weiß, ich mach das selber, aber bei Gegnern hasse ich das. Du kleine Schlampe. Der heilt sich. Das ist ein Witz, ist das? Das ist einfach nur ein Witz. Oh, da hatte ich keine Ausdauer mehr, das gibt's ja nicht. Nein, 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 nein. Was bringt ihm das eigentlich? Ja, endlich. Moment mal, Herrin Elfriede? Gibt es jetzt vielleicht zwei Herrinnen? Einmal Friede und Elfriede? Kann das sein? Wäre zwar ein bisschen seltsam, aber es kann ja wirklich sein. Elfriede, Alter, das Schwert sieht geil aus. Älteste Schwester und Anführerin der Schwarzen Kirche überreichte ihrem Ritter dieses Schwert.
Das Schwert war ein Abschiedsgeschenk. Seine Übergabe war zugleich auch der Austritt des Ritters aus Elfriedes Diensten. Elfriedes Schwarzflamme hüllt die Klinge in die Schwarzflamme, die der in ihr glimmernden Flamme ähnliche Farbe entstammt. Kann ich nicht mal tragen. Warum eigentlich nicht? Ah, nicht genug. Nicht genug. Hier, Magie. Ja gut, okay, kann ich verstehen. Da ist ein Schalter. Und hier ist nichts weiter. Na gut, dann gehen wir mal den Schalter nach. Vorrichtungsschlüssel benutzt. Okay, cool. Ist da bitte ein Leuchtfeuer? Das wäre sehr, sehr angenehm. Nein, da ist jemand anderes. Irgendwie. So. Gut. Ja, was will ich sagen? Genau, in diesem Part werden wir nicht mehr mit ihr reden. Das machen wir dann im nächsten Part. Wir haben ja doch ein bisschen wenigstens was geschafft. Zwar jetzt nicht ganz so viel, aber immerhin haben wir auch den Typen jetzt hier gekillt beim ersten Mal. Der war schon recht knackig, muss ich sagen. Ich hatte ein Glück noch einen Estus. Ja, mal schauen, wer das da oben ist. Ob das wirklich diese Elfriede schon ist. Da bin ich mal gespannt, ob ich die schon killen kann oder killen soll. Also bis zum nächsten Part von Dark Souls 3 Ashes of Ariandel. Haut rein und ciao.